Hallöchen und herzlich willkommen mal wieder zum Hauptmenü. Ja, das gibt's ja auch noch. Ich möchte euch ein paar Sachen zeigen, die sich hier getan haben zwischen den Aufnahmen. Und zwar gibt es nationale Meisterschaften, nationale Meister vielmehr. Christoph Sokol ist nationaler Meister in Österreich geworden und das, obwohl er keinem Team angehört. Muss man erstmal hinkriegen. Eigentlich können wir die unter Vertrag nehmen, ne? Komm, scheiß drauf. Vielleicht klappt's ja. Dann haben wir Björn Tore Höhm. Er ist norwegischer Meister geworden aus der Cult Energy Vital Water Mannschaft. Ja, hat dieses Jahr schon ein paar andere Sachen auch schon gewonnen. Oder vielmehr gute Platzierungen erringen können. Von daher gar nicht mal schlecht unterwegs. Letztes Jahr den Hadeland Classic Grand Prix gewonnen. Dann haben wir den estischen Meister. Das ist Rein Tarame geworden. Wenig überraschend. Fährt nächste Saison auch noch. Ja, ist auch noch nicht sicher, für wen er nächstes Jahr fährt. Kasachischer Meister ist Ruslan Tloibayev geworden. Von der Astana-Mannschaft dieses Jahr auch 15. bei der Bayern-Rundfahrt gewesen. Litauischer Meister, das ist Egidius Jūrvalkis. Das ist also der neue litauische Meister, nicht lettisch. Für die Team 3M-Mannschaft fährt er. In Luxemburg ist Andy Schleck neuer Meister geworden. Ja, den gibt es auch noch. 6. ist er in Frankfurt geworden. 10. bei der Andalusia-Rundfahrt. Jetzt also luxemburgischer Meister. Jan Polank ist bei der slowenischen Meisterschaft der Sieger. Auch nicht schlecht. Da haben wir Philipp Lindau, schwedischer Meister geworden vom Team Joker. Dann haben wir Geraint Thomas als britischen Meister vielmehr. Aus der Sky-Mannschaft. In Irland gewinnt Dan Martin. Wenig überraschend. Vom Garmin-Sharp-Team. Da haben wir noch die anderen Zeitfahrmeisterschaften. In der USA gewinnt Tyler Finney vor Van Garderen und Brad Bookwalter. Dann haben wir in Holland Tom Dumoulin vor Bauke Mollema und Joost van Emden. In Belgien gewinnt Thomas de Gendt vor Edward Toyns und Christoph Slurs. Hat Edward Toyns hier eigentlich schon, ich glaube in echt fährt er mittlerweile für Track, ne? Hat noch keinen neuen Vertrag. Aha. Dann haben wir in Frankreich Anthony Roux vor Jeremy Roy und Anthony de la Place. Und in Spanien gewinnt Alberto Contador die Zeitfahrmeisterschaft vor Luis Leon Sanchez und Benyat Injausti. So viel zum Vorabgeplänkel. Wir sehen uns gleich zum Rennen um die italienische Meisterschaft auf der Straße, nachdem ja Moreno Moser bereits schon im Zeitfahren gewonnen hat. Also bis nach dem Cut. Hallöchen und herzlich willkommen zur italienischen Meisterschaft. Yeah! Heute gibt es das Rennen, in dem es darum geht, wer wird italienischer Meister auf der Straße? 111 italienische Profis stehen also am Start, genauso wie im Zeitfahren bereits schon. Und alle haben ein Ziel, nämlich das Rennen zu verlassen mit dem Trikot, das diese schönen Streifen auf der Brust hat, nämlich den roten, den weißen und den grünen. Und Alessandro Malaguti aus der Nippo Vini Fantini Mannschaft ist der Erste, der dafür bereit ist, Kräfte zu investieren. Versucht sich jetzt schon abzusetzen. Ginani aus der IAM Mannschaft folgt ihm. Wir werden heute keinen Fahrer mit in die Ausreißergruppe setzen, einfach weil wir keinen haben. Moreno Moser ist mir zu wertvoll, um den so früh schon im Wind aufzureiben. Und auf der anderen Seite ist Christian Sparacli einfach nicht gut genug und kann zu viele gute Helferdienste noch leisten für Moreno Moser, als dass ich ihn jetzt hier in die Ausreißergruppe schicken möchte. Das Feld hat heute etwas gegen Ausreißer, muss man sagen. Danilo Napolitano probiert, der fast MTN Kubeka Fahrer. Und Rossi folgt ihm aus der Leopard Track Mannschaft, müsste das sein, ne? Sieht so aus. Hinten gibt es schon nächste Attacken. Ja, das ist wohl die Leopard Mannschaft. Mit dem Oberschenkel sah man es. Hinten gibt es bereits die nächsten Attacken. Boaro, Alafaci haben wir dort, die jetzt also angreifen. Also das Rennen ist relativ schnell hier in der Anfangsphase und ich finde, diese nationalen Meisterschaften sind ein ganz eigenes Rennen. Denn man hat halt wirklich nur Italiener dabei, das heißt die Zusammensetzung der Teams sind teilweise ganz, ganz komisch, wie hier zum Beispiel Belkin, das einfach nur aus Gasparotto besteht.
Und teilweise haben dann eben kleinere Teams wie Area Uno taktisch bessere Möglichkeiten, weil sie einfach viele gute Fahrer dabei haben. Und das finde ich immer ganz praktisch oder ganz interessant vielmehr. Praktisch ist das falsche Wort. Nächste Attacke auf der rechten Seite. Corradini aus der BMC-Mannschaft greift an. Daniel Oss, Alafaci und Bassana gehen hinterher. Auch Planet. Jetzt, das könnte vielleicht was werden, aber Belletti versucht die Attacke sofort zu egalisieren. Ja, mal schauen. Wir sehen das Ganze relativ entspannt gerade mal. Moser bleibt mal hier im Feld, so wo er jetzt auch ist. Die Ausreißer wurden wieder eingeholt. Auch Emanuele Sella haben wir hier vorne. Vielleicht kennt ihr noch jemand. 2007, vor ja jetzt auch schon fast 10 Jahren, war seine Sternstunde, als er beim Giro die Bergwertung und 3 Bergetappen gewann im Solo. Dann allerdings auch positiv auf Dopingmittel getestet. Wer hätte es gedacht? Und seitdem ist es ruhiger geworden. Und Sella ist jetzt wieder mit im Fahrerfeld dabei. Aber deutlich schwächer als damals, wo er wirklich einer der besten Bergfahrer überhaupt war. Mittlerweile weiß man ja auch warum. Oder ja, mitunter warum. Ja, die Ausreißer werden wieder eingeholt. Also das Feld will keinen Ausreißversuch hier zulassen. Und sie wissen warum, denn sowas kann gefährlich enden, wenn man eben wenige Mannschaften hat, die wirklich mit voller Mannschaftsstärke am Start sind. Wobei Astana ist gut bestückt. Lampre ist gut dabei, Cannondale ebenfalls. Also eigentlich dürfte es auch hier kein Problem sein, Ausreißer wieder einzuholen. Aber man will da gar nicht erst ein Risiko eingehen. So, jetzt kommen wir so langsam in die Region. Ihr seht es ja, das Profil ist extrem hügelig. Mein lieber Mann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 Runden müssen wir fahren auf einem Rundkurs, wo eben ein sehr, sehr giftiger Hügel wartet. Jetzt die nächste Attacke. Oss, Trentin. Wer ist das? Santoro und Pinizzotto. Ja, das sieht jetzt gar nicht mal schlecht aus. Schon eine Minute Vorsprung für die vier an der Spitze. Matteo Trentin unter anderem dabei. Schon Tour de France-Etappensieger. Daniel Oss, auch ein Bekannter. Und jetzt geht es gleich zum ersten Mal diesen Hügel hinauf. Das Rennen jetzt sehr, sehr hektisch. Keiner will sich hier lumpen lassen. Auch Daniele Benatti hier natürlich mit dabei für die Tinkoff-Saxo-Mannschaft. Und das ist dieser Anstieg, den es jetzt noch 14 Mal zu überfahren gilt, sobald man hier einmal drüber ist. Petacchi greift an und das an diesem Berg. Wahnsinn. Gibt es eigentlich noch weitere Europcar-Fahrer? Tatsächlich, einige sogar. 5 Stück sind hier mit dabei. Und das war also der Hügel. Zum ersten Mal. Er ist nicht sonderlich lang, muss man sagen. Er ist nicht sonderlich lang. Aber 14 Mal noch drüber, das ist schon heftig, muss man wirklich mal sagen. Das könnte den einen oder anderen Probleme bringen. Und manche haben sogar jetzt schon Probleme. Hier aus der Nova Sudisk-Mannschaft. Pedalino und Cuaccini. Ein Wahnsinn, dass dieses Team ein Zweitligateam ist. Das will man kaum glauben. Das sind immer die Ersten, die zurückfallen. Immer die. So, immer noch die Mannschaft, vielmehr die vier Fahrer vorne. Trentin, Oss, Pinizzotto und Santoro. Mal schauen, was das für ein Ausreißversuch ist. Klar, es ist schwierig. Lampre und Astana versuchen jetzt das Rennen zu kontrollieren. Und das sind natürlich zwei Großmächte hier im Fahrerfeld, muss man ganz klar sagen. Da wird es schwierig werden, so einen Ausreißversuch wirklich durchzubringen. So, mal schauen, ob hier Sparkly in der Lage ist, die Getränke zu holen für Moser. Ich hoffe es. Er ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn er jetzt eingebaut ist. Dann kann er die Getränke bergab vielleicht besser bringen und sich nicht kaputt fahren. So, 13 Mal noch. 13 Mal müssen wir noch über diesen Berg. Einer ist immer noch zurückgefallen. Das ist Pedalino aus der Nova Sudisk-Mannschaft. Das ist, glaube ich, die Mannschaft, die nur mit Diabetikern in ihren Reihen fährt. Wenn ich mich nicht täusche. Also nur mit Leuten, die Zuckerkrankheit haben. Auch ganz interessant, dass die dann überhaupt in der Lage sind, so solche Rennen hier mitzufahren.
So, Moser hält sich bislang noch sehr bedeckt. Aber das ist ja auch die Taktik. Wir wollen nicht zu früh irgendwas machen, sondern erstmal abwarten. So, noch 13 Mal muss dieser Hügel überfahren werden. Das ist hier schon eine sehr, sehr schwierige Landesmeisterschaft, muss man sagen. Für die Zuschauer sicherlich sehr, sehr attraktiv, weil man die Fahrer sehr oft sieht. Verstehe auch gar nicht, warum hier so wenig Leute am Berg stehen. Eingestellt habe ich, also ich habe nichts umgestellt, sagen wir es mal so. Eigentlich müsste der Berg hier voll sein. In echt wäre er sicher voll. Denn das Gute bei so einem Rennen ist, ja, man kann sich als Italiener schon mal sicher sein, dass ein Landsmann gewinnt. Oh, oh, oh. So, noch 12 Mal muss dieser Hügel überfahren werden. Und dann wissen wir, wer gewinnt. 2 Minuten haben die 4 Ausreißer noch Vorsprung mit Daniel Oss, mit Matteo Trentin. Also ich denke mal nicht, dass dieser Ausreißversuch hier irgendwie gefährlich werden wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist dafür viel zu, wie soll man sagen, viel zu ambitioniert, viel zu früh losgefahren und so weiter. Also das kann eigentlich gar nicht gut gehen. So, noch 12 Mal. Und jetzt müssen wir nur noch 11 Mal drüber. Über diesen Anstieg. Wäre mal interessant, was der für eine Kategorie wäre in einem normalen Rennen. So, ein weiterer Fahrer ist zurückgefallen. Cadeo, oha. Mal einer aus der Leopard-Mannschaft. Also nicht nur die Novasudisk-Mannschaft hat die Leute, die dem Rennen offensichtlich nicht gewachsen sind, sondern auch die Leopard-Mannschaft hat hier einen dabei, der Probleme hat. So, noch 11 Mal. Die 11 letzte Überquerung. Noch 105 Fahrer sind hier mit dabei. 2 sind zurückgefallen. Und 4 sind vorne. Also alles noch sehr, sehr ruhig hier. 10 Mal muss man noch rüber. 139 Kilometer sind das noch. Also das ist schon eine Mörderetappe, muss man ganz ehrlich sagen. In echt würde ich die nicht gern fahren wollen. Wobei ich mal so was Ähnliches, Vergleichbares gefahren bin mit Pascal, also mit Terror P. Da sind wir eine 25 Kilometer Schlaufe 4 Mal gefahren. Und die war auch sehr, sehr wellig. Ging eigentlich mehr oder weniger nur hoch und runter. Also das war schon sehr interessant, dass wir das überhaupt geschafft haben. Damals, aber es ist auch schon 2 Jahre her oder so. So, noch 9 Überquerungen. Das ist durchaus ein Rennen, dass Moreno Moser auch entgegenkommt, weil Hügel, das wissen wir, das ist etwas, was Moreno Moser sehr gut kann. Und ja, jetzt geht es noch 8 Mal drüber, glaube ich, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jawohl. Noch 8 Mal über diesen Hügel. Und sobald das geschafft ist, ja, dann war es das auch schon. Dann wissen wir, wer hier und heute italienischer Meister wird. Aber es gibt halt viele gute Hügelfahrer in Italien, das muss man wirklich sagen. Von dem her ist hier noch gar nichts gewonnen. Und dass Lampre und Astana das Tempo machen, ist halt auch kein Zufall, denn Nibali oder Aru für die Astana-Mannschaft und natürlich auch Diego Ulissi, das sind nun wahrlich keine Geheimfavoriten hier bei diesem Rennen. Die wissen schon, was sie können und das wissen eben auch ihre Teams und drum kontrollieren sie das Rennen. 3 Minuten 22 ist der Vorsprung groß von den 4 Ausreißern an der Spitze. 7 Mal muss der Hügel noch überquert werden, also noch 100 Kilometer bis ins Ziel. Noch wäre es zu früh für einen Solo-Vorstoß. Wenn aber eine größere Gruppe gehen würde, in der einige Favoriten und vielleicht auch einer der Favoriten aus der Astana- oder Lampre-Mannschaft mit dabei wären, dann könnte man ein paar Leute distanzieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
Also wenn Ibali mitfährt, dann wäre Astana hinten im Feld schon mal regungslos wahrscheinlich. Da müsste Lampre alleine die Nachführarbeit machen. Ob sie das schaffen würden, das wäre eine andere Geschichte. So, das Rennen nach wie vor recht eintönig. 3 Minuten 40 haben die Ausreißer vorne immer noch auf das Feld. Also nach wie vor sehr, sehr komfortable Position für das Hauptfeld und für Moser, der sich hier in der Mitte befindet. Der will halt auch mal in die Mitte. Leute. Noch 6 Überquerungen. 89 Kilometer nur noch. Dann wissen wir, wer italienischer Meister 2015 wird. So, gleich kann Sparkly auch nochmal Getränke holen gehen, aber das erst gleich, nicht jetzt. Aber ich denke mal, am letzten Anstieg wird es sich spätestens entscheiden. Denn der Hügel, der ist schon ganz schön giftig. Aber es ist ein guter Hügel für Moser, weil er auch nicht zu steil ist. Aber es ist schon machbar für den Italiener. So, komm, fahren wir ein bisschen weiter nach vorne. Müssen uns ein bisschen besser platzieren jetzt. Denn so langsam aber sicher geht es dann doch in die, naja, noch nicht entscheidende Phase. Aber jetzt kann man sich halt noch locker platzieren. Wenn man noch ein bisschen wartet, dann nicht mehr. Und deshalb ist es ganz gut, jetzt schon mal ein bisschen weiter vorne zu fahren. Das kann nicht schaden. Wo sind die anderen? Ja, Nibali ist auch vorne. Ja, Ulissi ist auch vorne. Und ich muss kurz eine Sekunde. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Wurde gerade kurz unterbrochen, was ja nichts Neues ist. Macht ja auch nichts, ne? So, Moreno Moser. Jetzt ist er schon mal... Ja, damit kann ich leben. Hier kannst du gerne bleiben, Moreno. Das ist ein guter Platz. Okay, es ist jetzt schon zu weit vorne, ehrlich gesagt. Ein bisschen weiter zurück darfst du ruhig auch bleiben. So ist perfekt. Nicht ganz in der ersten Reihe, aber schon so in der zweiten oder dritten. Das ist genau der Platz, auf dem ich dich sehen will. Sparkly heute ein guter Helfer bislang. So, noch 5 Überquerungen. Noch 5 Überquerungen, dann ist dieses Rennen vorbei. 66 Kilometer sind noch zu fahren. 4 Minuten nach wie vor für die Ausreißer vorne. Noch 5 Überquerungen. Noch greift niemand an. Das wäre jetzt eigentlich so ein typischer Zeitpunkt für einen der, ja, sag ich mal, Zweitfavoriten. Ja, ich dachte schon, Savani wird es probieren, aber macht er doch nicht. Das wäre jetzt so ein typischer Zeitpunkt für jemanden, der nicht zu den absoluten Favoriten zählt und es dadurch ein bisschen riskanter versucht. Für so jemanden wie Enrico Gasparotto, der eh nichts zu verlieren hat, der hier eh keine Helfer dabei hat, der sein eigener Chef ist, der könnte jetzt oder am nächsten Hügel angreifen. Noch 4-mal müssen wir drüber. 3 Minuten Vorsprung noch für die Ausreißer. Der Vorsprung schmilzt jetzt doch beträchtlich zusammen. Lampre und Astana machen das Tempo jetzt gemeinsam und schrauben es irre in die Höhe. 50 Sachen durchs Flache zu fahren, das muss man auch erstmal schaffen. Die beiden Teams, die können das. So, Sparkly hat jetzt schon langsam Probleme, denn das Tempo ist jetzt irre hoch. Ja, das wird schwierig für Christian Sparkly. Und schon besteht das Feld auch nur noch aus 66 Fahrern und nicht mehr aus 100 noch was. Sparkly fällt zurück. Kann jetzt nicht mehr mithalten. Mal schauen, ob er sich über den Hügel noch retten kann. Oder ob es das war mit den Helferdiensten des Christian Sparkly. Sella, Bono, also einige der Helfer von Astana und Lampre sehen jetzt auch schon schwach aus. Kann man ihn nicht verübeln. Noch 3-mal muss man über diesen Hügel rüber. Ist das da vorne eine Attacke von Fabio Aru? Es scheint fast so, aber kann auch täuschen. Wo ist Sparkly? Da, der ist gar nicht mal weit zurückgefallen. Der kann noch mal kommen und der wird auch noch mal kommen. Da bin ich mir sehr sicher. Sollen wir noch mal Getränke holen?
Vielleicht schafft er das, ja. 57 Sekunden nur noch Vorsprung für die Ausreißer. Für die 4 an der Spitze, beziehungsweise für die 3 an der Spitze. Einer will sich jetzt absetzen. Das ist Daniel Oss. Aber das ist der falsche Weg. Die müssen zusammenarbeiten, wenn sie eine Chance haben wollen, eine ernsthafte Chance haben wollen, hier das Meistertrikot für sich zu beanspruchen. Da müssen die zusammenfahren und nicht gegeneinander. Einer ist bereits schon zurückgefallen. Das müsste Matteo Trentin gewesen sein. Aus der BMC-Mannschaft. Oder warte mal. Nee. Trentin ist ganz vorne. Ach, so ist das. Dahinter Daniel Oss. Da wird schon einer überrundet. Aus der Nova Sudisk-Mannschaft. Das ist jetzt natürlich sehr verwirrend. Auch blöd, dass die ja nicht irgendwie zur Seite fahren oder so, sondern einfach so mitfahren, als würden sie dazugehören. So, Moser. Immer noch gut dabei ist. Barkley fällt jetzt zurück. Das ist überhaupt keine Schande. Dann guck mal, Rabotini, das könnte auch so einer sein. Oder Simone Ponzi. Das sind genau diese Leute, von denen ich jetzt eigentlich eine Attacke erwarte. Aber das Tempo ist irre hoch. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir eben keine dieser Attacken sehen. Wobei Ponzi, ja, da kommt das. Simone Ponzi und Rabotini fährt gleich hinterher. Doch nicht. Jetzt doch nicht aus irgendwelchen Gründen. Trentin ist jetzt auch gleich eingeholt. Doch, Rabotini probiert's. Und jetzt auch Simone Ponzi. Feline fährt hinterher. Luca Paolini hat da kurz überlegt. Ja, kann sein, dass da noch was kommt. Hier in den Kurven sieht es immer ein bisschen komisch aus. Die Animationen also komisch sind. 34 Kilometer nur noch. Feline und Ponzi sind weg. Rabotini hat sich anders überlegt. Versucht diese Attacke also doch nicht durchzuziehen. Aber Fabio Feline ist vorne. Aber macht jetzt aus irgendwelchen Gründen kein Tempo mehr. Lässt sich hier wieder einholen. Cunego, Scarponi, Visconti. Das sind jetzt die, die vorne das Tempo machen. Moreno Moser ist noch mit dabei. 56 Fahrer groß ist das Hauptfeld. Wir haben einen Fahrer vorne. Das ist schon wieder oder immer noch Matteo Trentin. Eigentlich dachte ich, der wäre schon eingeholt. Jetzt ist es aber endgültig. Noch zweimal geht es diesen Hügel hinauf. Noch 28 Kilometer, könnte man auch sagen. Moreno Moser würde gut daran tun, sich ein bisschen einzureihen, nicht ganz so im Wind zu fahren. Aber hier bei diesem Pro Cycling Manager kann ich ihn ja nur nicht selbst steuern. Jetzt fährt er ein bisschen besser. Etwas mehr im Windschatten von Paolini und Caruso. Ulissi, dahinter Nibali, also die passen schon alle auf sich auf. Das Belauern hat begonnen. Und die Lampre und die Astana-Mannschaft machen weiter ein hohes Tempo. Nein. Wir werden uns jetzt nicht durch Paolini aufhalten lassen. Moser macht das gut bislang. Hält seine Position. Und dieser vorletzte Hügel ist jetzt auch gleich überfahren. Nizzolo ist sogar noch mit dabei in dieser Gruppe. 44 Fahrer sind noch in dieser ersten Gruppe. Und wenn einer wie Nizzolo mithalten kann, auch Viviani ist hier noch mit dabei, dann kann das Tempo nicht extrem hoch sein. Denn normalerweise haben die an Hügeln nichts mehr verloren, wenn die Besten der Besten Gas geben. Aber sie sind noch mit dabei und das zeugt davon, dass das Tempo noch nicht am Maximum ist. 20 Kilometer noch. Einmal noch den Hügel und dann wissen wir, wer italienischer Meister wird. Oh, es ist jetzt schon spannend, ehrlich gesagt. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Muss ich wirklich, ganz ehrlich. So, Moser ist super platziert. Der eine schwarze Fleck inmitten von lila, violett und hellblau. Gelb, mehr oder weniger. Moreno Moser macht das gut. Sparkli hat gut für ihn gearbeitet, hat ihn mit Flaschen versorgt, hat das Bestmögliche getan. Man muss halt auch sagen, Sparkli, das ist halt auch kein Weltklasse-Bergfahrer, ganz ehrlich. Noch 15 Kilometer. Letzte Runde auf diesem Rundkurs beginnt jetzt. Hier ist der Zielstrich. In einer Runde wird hier der italienische Meister als erster über den Strich fahren. Und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, das ist ja immer das Besondere bei den Meisterschaften. Wer auch immer hier gewinnt, wenn er in die Tour fahren darf, er wird sie im Landesmeistertrikot fahren. Das Gel habe ich ein bisschen zu früh eingesetzt. Macht nichts. Ja, und jetzt ist es soweit.
Jetzt ist es dann doch soweit. Jetzt gibt es die Attacken. Bataglin und Ulissi greifen an. Dahinter Moreno Moser, Ponzi und Nibali. Das sind jetzt tatsächlich die, die hier um den Sieg kämpfen. Moreno Moser hat irgendwie keinen Bock, dem hinterher zu fahren. Frag mich nicht, warum. Fünf Fahrer jetzt also an der Spitze. Mit dabei Moreno Moser. Dahinter Santa Morita. Why not? Im Sprint wäre wohl Ponzi der Stärkste. Es könnte eine faustdicke Überraschung geben. Jetzt nochmal eine Attacke von Ulissi. Ponzi, Moreno Moser dahinter. Nibali konnte nicht folgen. Moreno ist immer noch mit dabei. 7,2 Kilometer noch bis ins Ziel. Jetzt gibt es diese Abfahrt. Und Ulissi, der gibt hier Vollgas. Die komplette Abfahrt. Ah ja, und jetzt die Attacke von Moreno Moser. 5 Kilometer vom Ziel. Ah, es ist zu früh. Und er kommt auch nicht weg. Das ist das Problem. Moreno Moser kommt nicht weg. 4 Kilometer noch. Jetzt wieder Ulissi mit der Attacke. Und natürlich, Ponzi macht jetzt gar nichts. Der hält das Hinterrad und versucht hier die Sensation vielleicht perfekt zu machen. Kann er das schaffen? Kann er am Hinterrad bleiben von Ulissi? Es sieht nicht so aus. Ponzi scheint jetzt ein bisschen zu schwächeln. 2 Kilometer noch. Jetzt kommt er doch nochmal ran. Jetzt Moreno Moser fährt vorbei und zieht den Sprint als erster an. Versucht den Schwung mitzunehmen. Moreno Moser auf dem letzten Kilometer. Ulissi und Ponzi schlafen da ein bisschen. Jetzt kommt Simone Ponzi. Ist der bessere Sprinter. Und kommt und kommt und schlägt Moser im Schlusssprint. Dem sind da einfach schlicht und ergreifend die Kräfte ausgegangen. Simone Ponzi wird italienischer Meister. Moreno Moser nur, wenn man so möchte, Zweiter. Ah, schade. Ulissi auf Rang 3. Den Rest sehen wir uns jetzt gleich an. Ja, das hat jetzt gedauert, bis Pedalino auch mal im Ziel war. Moreno Moser. Schade. Wirklich schade. Kein schlechtes Rennen gefahren, aber dann ist ihm doch am Ende die Kraft ausgegangen. Simone Ponzi war der beste Sprinter aus der Gruppe und hat eben das ausspielen können. Also, Simone Ponzi aus der Nero Sapristi-Mannschaft wird italienischer Meister. Glückwunsch an der Stelle. Sicherlich der größte Saisonerfolg für ihn. Moreno Moser, Zweiter, dann Ulissi, dann Bataglin, Nibali, Fellini, Santa Morita, Finetto, Gatto und Cimolai. Das sind die Top 10 bei diesem Rennen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder zur, ich weiß nicht welchen, Meisterschaft. Schauen wir mal kurz. Wahrscheinlich dann zur deutschen. Also zweiter Platz für Moreno. Ja, wahrscheinlich dann zur deutschen Meisterschaft. Und da haben wir noch eine Rechnung offen, ne? Ihr wisst Bescheid. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Bis dorthin.